Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudia und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Jeder bringt irgendwie gerade so eine Mystery Box oder so raus, abgefahren. ASOS macht das auch und gibt uns schon mal, glaube ich, einen kleinen Vorgeschmack auf den Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal hier reinzuschnuppern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 22,99 kostet die. Ich habe dann, um den Mindestbestellwert oder Versandkostenfreigrenze zu erreichen, noch ein bisschen was anderes bestellt. Das seht ihr bald in einem Haul. Also vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ne? Da werde ich euch dann noch die ein oder andere Neuheit präsentieren können. Und genau, weil die haben bei ASOS auch tatsächlich Beauty-Produkte. Ganz schön viele und sehr, sehr coole. Und die soll einen Warenwert von 67 Euro haben. Man konnte online schon sehen, was drin ist, aber wir gucken mal zusammen in die Box rein. Richtig hübsch gestaltet. Also das sieht sehr künstlerisch aus, aber gleichzeitig halt auch realistisch, also realistische Kunst quasi, ne? Finde ich hübsch gemacht, ist für mich definitiv eine Sommerbox vom Optischen her. Und jetzt nehme ich mal den Deckel runter. Das ist vom Karton her etwas leichter als die regulären Beauty-Abo-Boxen oder so, die wir so kennen. Hier ist dann auch nochmal Face and Body von ASOS. Da ist so vor, also so einiges aufgeschrieben. Also alles auf Englisch. It's Juicy July. Okay, wir haben ein Juicy July. Ich glaube, ich stelle euch die Box aber erst im August vor. Sofern sie noch verfügbar sein sollte, ist sie natürlich in der Infobox verlinkt. Und ja, hier ist dann natürlich auch allerhand zu den Produkten geschrieben und wie man die alle so anwenden kann in Kombination. Und Elemis ist auch noch mit am Start und so weiter und so fort. Jo, ich mache hier mal so richtig hübsch auf und dann sehen wir mal den Inhalt. Ne? Das erste, was hier drin rumkreucht und fleucht, ist von NYX, das Wild Produceuse D'Or Floral. Und das kannst du für Gesicht, Körper und Haare verwenden. Hier sind, glaube ich, 10 Milliliter drin. Und das ist aber für mich persönlich eher etwas, was ich im Sommer an den Beinen verwenden würde, so als Strumpfhosenersatz in Anführungsstrichen. Das gibt halt so einen pearly Shine. Achtung, das ist halt wirklich schon relativ ölig. Ne? Also ich habe es versucht mal in den Haaren anzuwenden, auf gar keinen Fall. Im Gesicht auch bei mir nicht möglich, obwohl ich halt echt eine Trockenpflaume bin. Also das würde ich wirklich am Körper empfehlen. Und da muss man halt einfach für sich gucken, ob das einem zu ölig ist oder ob das funktioniert. Auf jeden Fall ist der Duft immens geil. Ne? Genau, also schönes Produkt auf jeden Fall, aber man muss halt einfach gucken, ob das zu einem passt. Habt ihr das schon mal getestet? Dann schreibt auch gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare rein. Dann habe ich hier was drin von Bondi Sands, I Spy. Das die Brightening Eye Cream mit Vitamin C und grünen Kaffeebohnen. 15 Milliliter sind hier drin. Bondi Sands ist auch eine Marke, die wir jetzt wirklich, wirklich, wirklich in vielen Shops auch finden. Ne? Also ich habe die jetzt schon bei Purish gesehen. Ich habe die bei Look Fantastic gesehen. Jetzt gibt es die auch bei ASOS. Gab es wahrscheinlich schon länger, aber habe ich vorher so nicht richtig wahrgenommen. Und ja, sowohl Vitamin C als auch grüner Kaffee sind definitiv etwas, wo ich auch Vertrauen drin hätte, dass das meine Augenpartie aufhellen und beleben würde. Und das sieht echt hübsch aus. Also die Verpackung mag ich gerne leiden. Fühlt sich auch angenehm an. Also das ist wirklich, ne? Obwohl das jetzt nicht so eine super, super teure Marke ist. Es ist halt eine gehobene Marke, aber jetzt nicht High-End. Fühlt sich das sehr, sehr handschmeichelnd an. Ja, das mag ich auf jeden Fall gerne leiden. Und da bin ich auch sehr interessiert dran. Ich werde immer mal wieder auch wegen MHDs gefragt. Wenn ich welche finde, dann sage ich euch Bescheid. Hier ist keins drauf gedruckt. 23.10.19 scheint hier die Chargennummer oder das Produktionsdatum zu sein. Und zwar der 19.10.2023. Man weiß es nicht, ne? Aber ja, wenn ich was finde, sage ich Bescheid. Das finde ich auch cool, dass die hier Produkte reinpacken, die auch der Jahreszeit entsprechen. Denn hier haben wir von The Inky List Polyglutamic Acid Dewy Sunscreen. Genau, also mit Polyglutamatsäure ist es dann quasi. Lichtschutzfaktor 30, 50 Milliliter sind hier drin. Das ist cool. Also das interessiert mich auch, wobei ich Lichtschutzfaktor 30 leider ein bisschen wenig für mich finde. Wäre das jetzt ein 50er, würde ich den safe mal ausprobieren. So wäre das halt eher was für meinen Körper und das wäre dann so ein bisschen vertane Liebesmühe fast schon, ne? Aber finde ich sehr, sehr nice. Also, dass die hier auch sowas mit reinpacken. Denn ich finde persönlich einfach Lichtschutzfaktor fürs Gesicht so oder für den Körper auch, ne? Sehr, sehr wichtig. Ich habe euch das schon oft genug gesagt, ich sage es euch gerne immer wieder. Einfach weil bei uns in der Familie sehr viel Probleme in der Hinsicht da sind und dementsprechend möchte ich das halt auch gerne an euch weitergeben, dass man da auch sensibilisiert wird, ne? Weil ich sag mal so Hautkrebs und sowas, das ist nichts, was man einfach gerne hat und ich möchte euch vor allem bewahren, was böse ist, genau. Und dementsprechend, Lichtschutzfaktor ist gut, ein 30er ist okay, wenn man jetzt nicht irgendwie pick in der Sonne ist,
Genau, oder wenn man nicht super hell vom Hauttypen ist. Dann habe ich hier das angekündigte Elemis-Produkt, Superfood Glow Priming Moisturizer. Das sind 20 Milliliter, den müsste ich sogar noch da haben. Das heißt, den ich da habe, kann ich dann in meinen Full-Face-Beauty-Boxen mit reinpacken. Denn das ist so ein Format, was ich dann immer wieder mit euch zusammen schminke, wo ich dann halt Produkte aus Boxen ausprobiere und wir einfach so ein Full-Face davon kreieren. Und der gibt halt auch wirklich Strahlkraft. Das ist ein sehr nährendes Produkt und ja, ein schöner Primer auf jeden Fall, ne? Ja. Nicht cool. Und Elemis ist eine teure Marke, dass das hier einfach mal so mit drin ist. Cool. Ja, dann habe ich hier das letzte Produkt. Das wird jetzt wahrscheinlich, nee, das vorletzte Produkt. Puh. Aber das wird jetzt wahrscheinlich auch recht teuer sein. Da werden wir uns jetzt erstmal alle erschrecken. Sunday Riley CEO 15% Vitamin C Brightening Serum. Das ist fürs Gesicht, ne? Wir haben hier zwar nur 5 Milliliter drin, aber Leute, jetzt gucken wir uns mal den Preis an. Jo, also das ist halt eine sehr, sehr teure High-High-High-End-Marke und dementsprechend finde ich es nice, wenn wir sowas hier mit drin haben, um es einfach mal ausprobieren zu können. Problematisch finde ich das immer, wenn man dann wirklich daran gefallen findet und es unbedingt nachkaufen möchte und dann sich erschreckt, wie teuer das Produkt ist. Aber, ne, ich finde es immer nett, wenn ich sowas in Boxen oder in Adventskalendern finde, dann kann ich sowas dann auch einfach mal verwenden und ein bisschen Höhenluft schnuppern. Wirklich so. Man fühlt sich doch einfach ein bisschen so, wenn man auch solche Produkte verwendet. Also ich habe es wirklich. Und dann mache ich immer so einen schönen Mix, dass ich solche Produkte dann einfach auch mixe mit Drogeriepflege oder so, ne? Und dann fühle ich mich wie eine Königin. Dann habe ich hier von Patchology noch eine Maske mit dabei, die Mood Mask Just Let It Glow Healthy Glow Sheet Mask. Und da haben wir Pear Fruit. Pear ist, glaube ich, Birne, Seaberry-Extrakt, Seebeeren-Extrakt, ich weiß nicht, was die Seebeere sein soll, und Niacinamide, ach guck mal, 20 Milliliter Serum, aber es ist eine Tuchmaske und sowas finde ich jetzt im Sommer auch sehr, sehr schön, würde ich jetzt für abends eher empfehlen. Und auch das ist ein Produkt, was 2023 wohl produziert wurde, weil die Chargennummer mit 23 beginnt. Also gibt Strahlkraft, beziehungsweise Niacinamide macht in dem Sinne ja die Strahlkraft, dass es, wenn du so Pigmentflecken hast oder so, eben weil du keinen Sonnenschutz oder zu wenig getragen hast, ne, dass sowas halt aufgehellt wird oder Pickelmale werden auch dadurch aufgehellt und damit kann man dann halt einfach der Haut ein bisschen was zurückgeben, was sie vielleicht einfach mal so ein bisschen braucht. Solche Masken, absolute Empfehlung, so Tuchmasken generell, packt euch die im Kühlschrank, das ist abends einfach eine Wohltat, wenn man sich die auf das gereinigte Gesicht gibt. Absolute Empfehlung. Ihr Lieben, das ist jetzt die Box gewesen. Ich finde, für 22,99 haben die echt eine hammergeile Box rausgehauen. Für mich, ich bin immer so eine, ne, gerne mehr dekorative Kosmetik, aber trotzdem, also eine sehr passende Box, wo, glaube ich, jeder auch seine Freude mit dran haben kann, weil das ist alles jetzt nicht irgendwie darauf gemünzt, was hat man für einen Hauttypen, was hat man für einen Hautton oder so. Also das ist wirklich schön gemacht. Und diese Box hat mich jetzt wirklich noch neugieriger auf den Adventskalender gemacht. Ich bin so gespannt. Ihr Lieben, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr diese Box auch ergattern konntet oder jetzt noch ergattern werdet. Dazu der Link in der Infobox. Und dann wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.